Hallo und herzlich willkommen zu Bastelzeit. Enke, du hast uns hier ja was Wunderbares mitgebracht. So eine dekorative Technik, das ist ja schön. Was ist das? Ja, das nennt sich Hobbyline Magic Marble, kommt von der Firma Kreuel. Und du siehst, damit kannst du ganz wunderbare Marmorierungen auf unterschiedlichen Untergründen machen. Ja, sieht edel aus. Genau, du siehst zum Beispiel hier einmal auf Karton. Dann gibt es Styropor, du kannst es auf Glas machen, auf Holz und du kannst, also es ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, mit denen du einfach ein ganz einfaches Element auffrischen kannst. Schön. Ja, Und wie geht es? das zeige ich dir jetzt mal gleich. Du siehst jetzt hier unsere Styroporsterne, die sind noch ganz weiß, Ja, warten die also auf Rohlinge. Farbe. Das sind die Stäbchen, auf die wir sie nachher gleich aufspießen werden, damit wir sie tauchen können. Hier siehst du schon mal einen Wasserbehälter. Ja. Wenn du einen ganz kostbaren Behälter benutzt, kannst du Ja. einfach eine Plastiktüte reinhängen und es gibt keinen Ärger anschließend, denn Alles manchmal bleiben klar. kleine Farbrückstände. Wunderbar. Also Ganz nicht die wichtig, richtig teure Vase von Oma. ja, die kannst du jetzt auch nehmen, kein Problem. Du musst immer darauf achten, einmal gucken, wie tief muss das Wasser sein, damit ich den Stern Stimmt. vollkommen Ja. reintauchen kann. Das passt hier ganz wunderbar. So, also darauf achten. Nicht? Ja. Bevor wir jetzt mit der Farbe beginnen, wenn du so glatte Oberflächen wie Holz, Porzellan, Glas hast, gibt es von Hobbyline einen Seidenmattlack, den vorher auftragen. Der ist also Als Grundierung. als Grundierung, Alles der ist klar. farblos, dann haftet die Farbe nachher besser. Ja. Dann brauchst du jetzt Handschuhe. Genau, wenn ich mir die Hände nicht marmorieren möchte, Ja. einfach mal anziehen. So. So, und jetzt kommen wir zu den Magic Marble Farben. Ja. Ganz wichtig ist dabei zu beachten, dass man nie mehr als 15 Tropfen ins Wasser einbringt und maximal auch nur vier Farben. Wir haben jetzt hier drei Farben, das heißt, wir sind so vielleicht bei 12 Tropfen. Alles klar. Ja, und dann immer die Reihenfolge beachten, weil die letzte Farbe, die man einbringt ins Wasser, ist eigentlich so die dominante Farbe. Oh Die ja, das ist überdeckt alles wichtig. andere. Ja. Ja, legen wir einfach mal los mit dem Grün als Untergrund. So, dann kommt Gelb. Das verteilt sich ja schon schön. Das Ich mache macht schon schon mal richtig mit, den genau. Stern Und jetzt noch auf das Rot zum Stahl. Schluss. So, und jetzt brauche ich einen Stab und mache mir die Marmorierung. Jetzt Da muss muss man, man jetzt auch zügig ja, jetzt muss arbeiten, man ne? zügig Ja. arbeiten. Jetzt nehmen wir schon den Stern, tauchen ihn ein und zwar ganz schnell absenken, bisschen verweilen und jetzt die Farbe bisschen zur Seite pusten, damit sie nicht nochmal ein anderes Ja. Muster oben drauf macht und schon hast du deinen marmorierten Stern. Schön. Sehr schön. Also geht ganz Also einfach ich und habe du mir das hast. immer ganz kompliziert Ja, vorgestellt, aber das ist sieht ja auch so toll. aus, aber ist es gar nicht. Und du kannst ihn jetzt trocknen lassen und anschließend noch ein bisschen mit Glitter auf Oh, einen ja. richtigen Weihnachtsstern trimmen. Das Wunderbar. zeige ich dir gleich, wenn er trocken ist. Alles klar. Dann Ja? pusten wir jetzt Wir erstmal. pusten jetzt Oder erstmal besser, wir trocken. trocknen. Ja, genau. So, der ist jetzt trocken. Der ist Und wie trocken. geht's weiter? Wie machst du Ja. das mit dem Glitter? Ganz wichtig, erstmal die Farben ganz schnell immer wieder verschließen, Okay. vorm Weiterarbeiten. Jetzt kommt Glitter ins Spiel. Muss man schütteln? Weiß ich gar nicht. Bei den Genau, anderen haben hatten wir ihn wir schon. vorhin so schön geschüttelt. Oh, ja, genau. Jetzt glitzert Oh. es viel schöner. Das ist richtig wie so eine Schüttelkugel eigentlich. So, und jetzt ganz einfach wieder Tropfen aufgeben. So, da reichen so vier, fünf Tropfen. Den Stern fröhlich eintauchen. Und wieder hochholen. Oh, das Und du glitzert. siehst, er Ja, macht schon mit. sehr schön. Also ganz einfache Sache. Ja, jetzt sieht er auch weihnachtlich aus. Jetzt hat er es geschafft, ne? Den Wunderbare Weihnachtsstern zu machen. Tannenbaumspitze, Wunderbar. ne? Prima. Den lassen wir jetzt wieder trocknen. Ja. Und du siehst, das geht wirklich einfach. Und das kann man überall drauf machen. Du kannst sogar Kerzen eintauchen. Oh Du ja, kannst das ist auch eine Terrakotta schöne eintauchen. Geschenkidee, ne? Ja, Ja. ganz wichtig immer, dass die Oberflächen fettfrei sind, Ja, ne? Das immer alles schön sehr reinigen gut. vor. Aber sonst kannst du wirklich fast alles mal marmorieren. Grenzenlos. Ja? Ja, du siehst, es gibt ganz wunderschöne Sortimente von Magic Marble. Also schon gleich als Set so zu erhalten. Ganz genau, ganz genau. Da hast Wunderbar. du eigentlich alles erstmal drin, mit dem du Ja. wunderbar marmorieren kannst. Hier zum Beispiel diese wunderbaren Schachteln. Ja, das sind tolle Also Schachteln. geht Karton auch. Du Edel. kannst weitermachen mit Terrakotta, mit Glas, mit Keramik und bis hin zum Stoff. Also du kannst Wow. auch Textilien Das marmorieren. ist ja richtig interessant, ja. Hier zum Beispiel auch Styropor, das haben wir heute gemacht. Da gibt es natürlich auch Figuren, die sind österlich oder zu jedem anderen Anlass kannst du wunderbar tauchen und marmorieren. Hier kommt jetzt wieder die weihnachtliche Abteilung mit diesen ganz einfachen Kunststoffkugeln, die jetzt ganz, ganz wunderschöne Christbaumkugeln geworden sind. Es ist also
den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Toll. Du kannst Kerzen alles. Kerzen hatte ich auch. Kerzen, gelesen. Ja, Kerzen ist ganz Idee, interessant. Finde ich jetzt auch zum Advent. Das ist ein schönes, ja, Geschenk. Ist wirklich ein schönes Geschenk. So ein kleines Sortiment verschenken, ja, und schon bist du ein richtig wird. Richtig geliebter Gast. Ja, also toll. Leg einfach los. Gerne, mach, ja, ich. Ich denke, unsere Zuschauer, die werden auch gleich loslegen, denn das ist wirklich so tolle Ergebnisse und wahnsinnig schnell und einfach gemacht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Danke, Enke. Ja, marmorieren Sie drauf los. Bis bald. Tschüss.